Es ist aber auch wirklich nur das Spiel, also nicht der ganze PC, weil die Webcam funktioniert halt einwandfrei und ich habe halt auch keine Info über hohe CPU-Auslastung. Es ist einfach das Spiel, was mit seinen eigenen Animationen nicht klarkommt. Spielzeitstrecken, ja, auf jeden Fall. Ob diese Animation jemals vorbei sein wird, ich bin mir unsicher. Jetzt geht's wieder flüssig. Fantastisch. Für den Dampf hat's gereicht. Nur mit den ganzen krassen Partikeleffekten, das war nicht machbar. Ach, guck mal, jetzt ist hier so ein grüner Ball rausgefallen. Das macht ja richtig viel Sinn. So, was möchte Gabi hier eigentlich? Sie hat irgendwas gefunden. Soll ich hier schaufeln? Wo sind eigentlich meine anderen drei Element-Dinge? Achso, das hat die andere Truppe. Ja, natürlich. Macht Sinn. Okay, Gabi ist fertig. Das ist schön. Hier ist jetzt auch direkt verduftet. Können wir mit den Steelbars hier drinnen irgendwas reparieren? Die Leiter? Jawohl. Hey, GLaDOS, was machst du denn hier? Sahst auch schon mal besser aus. Okay, brauchen wir jetzt doch noch mal den Schweißer, also den Plasmabrenner, Schneider? Ich weiß es nicht. Krieg halt auch keine Info, was ich hier machen muss. Also ich meine, dass ich die Stäbe da wegkriegen muss, ist irgendwie naheliegend, aber you'll never know. Ist das die blaue Kugel, die wir dann noch brauchen? Wird das die blaue Kugel? Niemand weiß das. Wir können auf jeden Fall nicht zurück. Wir können auch nicht mehr dahin gucken. Also entweder liegt hier noch irgendwo eine blaue Kugel rum. Oder eine blaue Rumkugel. oder die ist irgendwo hier drin. Ich habe keine Ahnung und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch nicht wissen möchte, aber gut. Unten rechts. Bei welchem Screen unten rechts? Hast du noch mal den. Ach so, ich soll den Hint benutzen. Den Platz mit der Rakete kann ich mir nicht mehr angucken. Kann ich nicht mehr hinklicken. Außerdem haben wir da schon die grüne Kugel gefunden. Warte doch einfach, bis du morgen das Video hochgeladen hast, dann weißt du, wie es weitergeht. Ja, super Idee. Also doch draußen. Also kann ich hier irgendwo noch irgendwas anklicken? Hier liegt natürlich Dynamit rum. Ganz plötzlich. Schade, dass wir keine Streich. Doch, wir haben die Streichhölzer noch. Okay. Ah, es ist natürlich die nahen. Naheliegendste Lösung. Ich hoffe, wir bleiben direkt daneben stehen. Natürlich machen wir das. Warum sollte man noch weggehen?
Hey, die Animation hat nicht geleckt. Fantastisch. Ja, das genau damit habe ich gerechnet. Warum? Warum? Das war beim ersten Mal schon doof. Man kann auch nicht irgendwie dreimal schnell klicken, damit es sich gleich weiter dreht. Nein, man muss immer erst die komplette Animation abwarten, weil die so wichtig ist. Und man sonst nicht versteht, was passiert. Stunden später. Bin mir noch nicht sicher, aber es ist bislang schon mit eins der schlechtesten Wimmelbildspiele, die ich je gespielt habe. Und ich habe schon meinen Fair Share gehabt, also. Die komplette Abwesenheit von Musik oder ist sie einfach nur leise? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, die Musik ist tatsächlich da, sie ist aber gerade einfach nur unfassbar leise. Okay. Doch, es ist tatsächlich Musik da, fantastisch. Naja, irgendwie. So, oder so, oder so. So, was fehlt noch? Ah, hier. Natürlich. Natürlich. Das ist vollkommen klar. We need the key. Okay. Wenigstens brauchen wir nicht nur einen Schlüssel und nicht sechs bunte Nupsis. Inventar, kannst du bitte weggehen? Ich würde ganz gern gucken, ob. Ob da unten in. Ach, ich kann hier gar nicht zurückgehen, okay. Mich gerade schon wieder aufregen, dass hier was im Bereich liegt, wo ich eigentlich. Okay, ich kann nach da hinten gehen. Ich kann mir diesen Müllhaufen angucken. Ich kann aber nichts davon mitnehmen. Hoffentlich sind die alle tot. Gut, wir haben einen Schlüssel. Das ist doch schon mal viel wert. Wir können hier immer noch was machen. Niemand weiß so genau was. Egal, wir haben einen Schlüssel. Das ist fantastisch. Okay. Dann spielen wir also erstmal wieder Putzfrau. Das ist auch in Ordnung. Brauchen drei Becher. Ja, Tassen. Keine Gläser. Tassen. Wir brauchen einen Helm. Wir brauchen einen Helm.
Was ist denn das sonst, wenn das kein Helm ist? Irgendwie passt diese ganze technische Ausstattung auch hinten und vorne nicht zusammen. So, wir haben hier irgendwie eine Webcam, dann haben wir hier zwischendurch irgendwie so ein bisschen Steampunk angehauchte Sachen. Dann haben wir. Also keine Ahnung, das passt Setting. Vom Setting her macht das alles irgendwie gar keinen Sinn. Ein Schachbrett. Brauchen wir noch ein Fahrrad? Nee, okay. Einen Ball. Der ist hier. Warum liegt hier ein Fußball rum? Was? Glaube ich, schaffe das nicht mehr lange. Bett. Ist damit jetzt so ein Schläger gemeint oder ist hier irgendwo eine Fledermaus? Hier ist tatsächlich eine Fledermaus, verrückt. Uhr. Das ist eine Uhr. Ich hatte es ja jetzt eher für ein Luftdruckmesser und so gehalten, aber meinetwegen ist es auch eine Uhr. Buch? Das ist kein Buch. Das hier ist ein Buch. Brauchen außerdem noch zwei Headphones und einen Hut. Der Hut ist hier. Headphones? Brauchen zwei Paar Kopfhörer, ich sehe nicht mal eins. Hier, tatsächlich. Okay. Die Gasmaske ist nicht der Helm. Okay, hätte ja sein können. Weiß man ja nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass das der Helm ist, aber. Ja, ich habe zu viel geklickt. Ich habe es verstanden. Wir brauchen noch ein paar Kopfhörer und einen Helm. Umgefallen. Stimmt. Helm ist eigentlich Helmet. Helm ist Steuerrad. Okay. Ah, hier sind die Kopfhörer. Danke. Ja, manchmal hakt es auch einfach mit der Übersetzung. Da bin ich irgendwie, warum auch immer, vom deutschen Begriff ausgegangen. We need some cable. Okay. Dann kauft ihr doch welche. Bitch, please. Okay, ich steige hier durch die Steuerung gerade überhaupt. Also. Okay. Wir können hier noch irgendwas machen. Können wir. Wir hatten ja prinzipiell mal einen Schlüssel. Wie. Achso, ich kann da nach oben und nach unten weggehen. Alles klar. Dann stecken wir doch hier mal den Schlüssel rein. Ist das der, den wir brauchen? Tatsächlich. Okay, Servicelampe. We can break the mo. Okay, wir könnten es kaputt machen, wenn wir keine Anleitung haben. Alles klar. Dann brauchen wir definitiv noch eine Anleitung. Ganz ehrlich, ich kann das gerade nicht mehr. Es geht gerade einfach nicht mehr. Tut mir leid, das Spiel ist einfach zu behindert. Es geht einfach nicht. Nee. Ich mach das irgendwann anders weiter. Es geht mir gerade so massiv auf die Eier. Es geht einfach gerade gar nicht.
Aber danke fürs Zugucken bisher und keine Ahnung, ob wir jetzt mitten in der Folge sind, die dann nach dem Cut weitergeht oder ob die Folge vorbei ist. Sehen wir dann. Ich bin mit dem Spiel auf jeden Fall erstmal raus. Tschö. Alter, das ist Spiel schrecklich. In jeder Hinsicht ist das schrecklich. In jeder. Boah. Die nicht vorhandene Story ist scheiße. Die Logik in diesem Spiel ist quasi nicht vorhanden. Die Steuerung ist schrecklich. Und das bei einem Point-and-Click-Adventure. Die Steuerung ist schrecklich. Das muss man sich mal geben. Es ist einfach so, nein, nein, nein. Nein, nein.